Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und hier, ja, wer kennt das Ganze nicht? Wir haben im Inventar einfach unsere ganzen Fahrzeuge und spawnen sie einfach. Wir gehen einfach nur auf Benutzen und haben unser Fahrzeug und können damit rumfahren. Und wenn wir keine Lust mehr haben, können wir das Ganze auch einfach einpacken. Oder wir spawnen uns dann einfach einen Panzer. Wie wär's hiermit? Ja, und so funktioniert das. Ganz simpel. Und ich zeige euch, wie ihr das Ganze auch auf euren 5M-Server installieren könnt. Das Ganze könnt ihr mit dem Oximeter machen. Und ja, ich würde sagen, wir legen uns los. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn wir das einmal heruntergeladen haben, dann haben wir diese ZIP. In der ZIP befinden wir diesen Ordner und den brauchen wir erstmal. Ich schließe den ganzen Rest mal. So. Und sollte hier noch minus main hinterstehen, das müssen wir natürlich entfernen. Und ja, hier kopieren wir uns schon mal den Ordnernamen raus. Gehen dann anschließend in unsere Server-CFG oder in die Extra-CFG, um das Ganze dann hier zu starten, speichern und schließen. Somit haben wir das Ganze hier schon mal installiert. Und hier in der config.lua haben wir dann auch die Fahrzeuge. Das heißt, das Ganze könnt ihr für QB-Core oder ESX verwenden. Wenn ihr das Ganze für ESX verwenden wollt, dann müsst ihr das ein bisschen umstellen. Und zwar, hier nehmt ihr die zwei Striche raus, so dass es unkommentiert ist. Und hier setzen wir die zwei Striche für die, damit es kommentiert ist. Und hier schreiben wir noch ESX hin und hier können wir natürlich dann auch noch einen Hotkey verwenden für das Einparken und so weiter und so fort. Hier unten fügen wir die ganzen Fahrzeuge als Item hinzu. Das heißt, hier stellen wir die ganzen Fahrzeuge. Das heißt, hier haben wir einmal den Itemnamen und hier haben wir dann einmal das Item bzw. das Fahrzeug. Ja, hier könnt ihr auch ein Heli. Wie gesagt, hier habe ich noch einen Panzer hinzugefügt und so weiter und so fort. Und wenn ihr das gemacht habt, speichert ihr das Ganze. Ja, so könnt ihr das Ganze anpassen. Und ja, nun ziehen wir einfach nur noch diesen Ordner in den Resource-Ordner. So, das heißt, den ziehen wir einfach hier rein. Zack. Somit ist das Script schon mal erfolgreich installiert. Jetzt gehen wir noch in das Ox-Inventar, in die Item-Tabelle. Und müssen uns noch Items erstellen. Und das heißt, wir nehmen uns den Namen vom Item, den wir im anderen Script erstellt haben und ja, fügen das Ganze hier als normales Item hinzu. Und ja, hier könnt ihr den Namen noch austauschen, aber das kennt ihr ja schon, habe ich schon alles erklärt, und speichert das Ganze. Die PNGs müsst ihr euch natürlich selbst erstellen und die müssen natürlich auch so heißen, wie das Item heißt. Und das zieht er dann einfach nur in das Ox-Inventar wieder. Das heißt, wir gehen wieder in das Ox-Inventar unter Data und dann einfach Items wieder hier reinziehen. Und die Bilder kommen natürlich im Web und hier rein einfach. Ne? Und somit habt ihr das Ganze schon installiert und könnt euch in-game die Items geben. Und somit habt ihr die Autos oder Fahrzeuge eher gesagt. Und könnt sie dann spawnen. Und wenn du jetzt noch wissen willst, wie du EOP-Kleidung installieren kannst, dann solltest du dir auf jeden Fall dieses Video hier unten rechts anschauen.